Das war lustig. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt noch eine Lebensflasche, weil dann wird nämlich wieder alles an Energie aufgefüllt. Sonst müssen wir nochmal einen kurzen Abstecher zum Friedhof machen. Ja, mir fällt gerade ein. Es kommen auch drei Level. Drei Level und zwei Kelche, ja. Ihr seid zurück, Mr. Fortescue. Das verdankt ihr wohl meinem Schild. Ich habe noch was anderes, das euch besonders interessieren wird. Naja. Nehme ich zwar mit, aber es ist nicht so das Gelbe vom Ei. Wobei, ich glaube, wir müssen gar nicht zwingend. Ja, genau, hier fehlen noch genau zwei Stück jetzt. Ah ne, einer fehlt da und einer fehlt hier, genau. Ich muss nicht zwingend zum Friedhof, glaube ich. Oh. So, das mal auffüllen. Nö, brauchen wir nicht. Okay. Weil einer der beiden Devil, die jetzt noch kommen, vor dem letzten dementsprechend, da kann nicht viel passieren. Also, der ist auch sehr kurz. Ich habe auch ganz vergessen jetzt, dass wir mal nach dem Buch schauen. Die Eingangshalle, ja. Ne, da kann nicht viel passieren. Vielleicht haben wir sogar Glück und können Energie auffüllen. Das wäre richtig dufte. Das ist nämlich auch der angesprochene Level, wo es die Kobold nochmal gibt. Da kann ich euch nämlich nochmal die Dranrüstung dann zeigen. In Aktion. Für Zaug seine bösen Zaubertaten aus. Versucht, die Kobolde nicht bei ihren alltäglichen Putzdiensten zu stören. Und zieht bitte eure Schuhe aus. Das machen wir doch glatt. Ja, den Bereich kennen wir nämlich vom Intro. Oh, die haben magische Fackeln diesmal. Nicht, dass wir jetzt doch sterben, das wäre echt traurig. Was wollte ich machen? Ich wollte die Drachenrüstung euch zeigen. Genau. In Aktion wohlgemerkt. Das war's eigentlich schon. Diese boshaften Kobolde waren schon wieder an Zargs Zauberbüchern. Sie sind durch Magie geschützt. Diese Frechdachse. Ja, so sind sie. Ich darf es nur nirgends runterfallen oder so. Das wäre echt mies. Weil dann hätte ich nämlich noch sehr wenig Energie. Okay, Leute, da ich jetzt ein bisschen Schiss habe, doch noch irgendwie zu sterben, nehme ich jetzt den Bogen. Ups. Seid euch bewusst, wenn ihr die gefangenen Seelen aus dieser Truhe befreit, müssen sie erneut zur Ruhe gebettet werden. Wer ihnen dabei hilft, könnte gar als größter aller Helden in die Geschichte von Gallomer eingehen. Würdet ihr das tun, Sir Dan? Falls ja, ist euch eure eigene Legende gewiss. Ja, kann ich mir tatsächlich
gefallen lassen. Ich muss gestehen, sie mir sogar... Ach, die haben ja einen Schutz vor dieser Magie. Fuck. Da haben die Schutz vor... Das geheime Tagebuch von Zarok. 100. Müssen wir gleich machen. Ich muss erstmal kämpfen. Die haben Schutz vor Distanzwaffen. Das war die Sache, okay. Das geheime Tagebuch von Zarok. 100 Jahre war ich im Exil. Gewärmt von meinem Zorn, genährt von meinem Leid, begleitet von meiner Furcht. Doch bald werden sie büßen. Sie alle, auch Fortescue. Er vereitelt meinen ersten Plan, Gallomer zu erobern und behauptet posthum, mich getötet zu haben. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm sein knochiges Hinterteil versohlen. Ich habe ihn nie gemocht. Ständig trieb er sich am Hof herum und mischte sich ein. Wo wollt ihr mit der toten Katze hin, Zarob? Woher habt ihr das Gehirn, Zarob? Elender Wichtigtor. Das würde mich aber auch nerven. Ich kann das Buch nicht lesen. Ah. Zauberbuch. Inhalt. Tote erwecken. Seite 5. Stadt in Schlaf versetzen. Seite 71. Blendend aussehen jenseits der 400. Seite 136. Jemanden willenlos machen. Seite 207. Dämonen beschwören. Seite 268. Kartentricks, Seite 298. Ich schätze mal, die Kartentricks waren wahrscheinlich das wichtigste Kapitel. Mit großem Abstand. Ja, ich würde aber sehr gerne... Die größten Fische, die ich hier gesehen habe, zogen mich ins Wasser, direkt am Dorfsee. Ihr hättet sie sehen sollen, ich bin sicher, sie tummeln sich noch immer dort. Ja, das ist so eine kleine eine Nebenaufgabe. Aber ich empfinde ich als relevant. Also, wir haben jetzt den Hinweis bekommen von dieser Seele zum Beispiel, wo sich eine andere Seele befindet und dann finden wir die nächste, dann gibt es wieder einen Hinweis. Aber das ist nicht relevant für das Spiel jetzt. Also, es hat es auch damals nicht im Original gegeben. Und ich würde es einfach mal so richtig dreist das nicht groß beachten. Weil das für den Spielfortschritt, wie gesagt, nicht wichtig ist. Ich muss jetzt höllisch aufpassen, weil ich kann hier doch relativ schnell fallen. Ich habe die Kobolde wirklich unterschätzt, muss ich gestehen. Im Endeffekt brauche ich einfach nur ein Energiefläschchen oder so. Das ist der Raum. Hier bin ich lang gegangen vorhin, oder? Fuck. Scheiße, ich werde doch sterben. Sonst bin ich auf den Level gleich und gehe zum Friedhof. Das gibt's nicht. Warte mal, kann ich mit dem blitzen vielleicht? Das war schon wieder so verdammt knapp, Leute, ne? Oh! Aber ihr seht, ich wollte jetzt auch nicht einfach in der Level verlassen. Oh Gott. Okay. Ah, die Blitze, die erfüllen hier mal wieder ihren Zweck. So, was passiert, wenn wir runterlaufen? Oh,
Boah, ich habe den ganz anders in Erinnerung. Den Level, ich wusste nicht, dass er so vergleichsweise groß ist. Und vergleichsweise gefährlich vor allem. Ja, auf jeden Fall schon mal die Blitze auffüllen wieder. Also die Kobolde rasieren die Blitze doch ganz schön, muss man sagen. Also das hat sich definitiv gelohnt. Also hier war es einfach nur, ja, kleiner Kampfplatz, okay. Ja, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt, ja, kann ich wieder. Boah, nochmal weitermachen. Gut. Ich glaube, in der Haupthalle waren noch oben zwei Kobolde. Ach komm, ich bin ja so, das machen wir jetzt. Ups. Ah, wir haben gesehen, die Seele ist dahin geflogen. Nö, das kann nicht stimmen. Haben wir mit dem Gargoyle gesprochen überhaupt? Hallo? Sir Daniel Fortescue, ihr habt den Mut, Zaroks Schloss zu betreten? Wer hätte das gedacht? Wir ganz bestimmt nicht. Der Herr des Hauses ist unterwegs, um das Land in ewige Nacht zu stürzen. Aber kommt herein und macht's euch bequem. Ja, danke, danke, mach ich. Nee, hier kann man sich wirklich gut gehen lassen, muss ich sagen. Also hier lässt sich's quasi aushalten. Trotz alledem benötige ich den Seelenkelch. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ah, Seelenkelch, genau. Da war doch was. Will mal gucken, wo es hier rausgeht. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Das ist immer lustig, wenn man ein Spiel sehr gut kennt und je weiter man sich dem Ende nähert, umso weniger kennt man die Level. Das ist richtig krass eigentlich. Ja, meistens ist es halt wirklich so, dass man das Spiel am Ende einfach nur noch durchrushen will irgendwie und gar nicht mehr auf das achtet, was da eigentlich noch so passiert, wenn man es einfach nur durchhaben will. Das ist halt eigentlich immer ein bisschen traurig. Wobei, so ging es mir hier bei dem Spiel eigentlich damals gar nicht so. Ich habe das schon... Es hat mir schon Spaß gemacht bis zum... Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Bis zum Ende. Hier müssen wir nicht hin. Ich bin schon seit über einer Stunde auf Toilette eigentlich. Aber... Ja, hab's von mir her geschoben. Aber wenn ich den Abschnitt hier geschafft habe, dann werde ich das gerade mal tun. Bevor ich... letzten beiden Level hier starte. Weil die werden nochmal ein bisschen kniffliger werden. Ich muss auf jeden Fall nochmal zum Friedhof. Mindestens einmal. Oder ich mache einmal Friedhof, einmal Krypta. Das geht auch. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wie machen wir das jetzt hier? Also hier unten ist gar nichts Wichtiges. Okay, ich bin jetzt gerade echt überfragt. Wo muss ich denn hier hin?
Naja, die muss ich nicht nutzen. Ich dachte, hier muss man irgendwie hochklettern, aber... Muss man den Rundgang irgendwie da oben langlaufen? Nee, da hört's hier auf. Also wir müssen definitiv, würde ich jetzt behaupten, hier lang. So, hier lang. Auf der anderen Seite ging es absolut nicht weiter, das weiß ich. Ich dachte, man müsste durch den Wasserfall irgendwie durch. Doch nicht. Das ist eigentlich so ein kleiner Kack-Level, aber... Ich muss den ja schon mal gespielt haben, den Level. Ich meine, ich habe den ja schon gemacht. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ja klar, wir müssen durch den Wasserfall durch. So. Also doch hier, aber nichts mehr. Ja, hier geht's ja nur nach unten. Ich glaube, ich werde sogar, Tom, ich werde nicht nur auf Toilette gehen, ich werde auch direkt danach einfach duschen gehen. Da bin ich nämlich für die letzten beiden Level... Topfit. Ah, boah, Leute, das ist natürlich auch krass, ne? Dieser Kamerawinkel. Ich war die ganze Zeit irgendwie so unterwegs. Okay, cool. Pech haben wir, ja. Okay, wir dürfen gerade keine Waffe auswählen. Also fehlt jetzt nur noch quasi der Kelch hier auf der Seite, wo dann, ja, wo wahrscheinlich der Dan dann sitzen wird. So, jetzt müsste das eigentlich der Kollege Dirk Schwertstreich sein, den wir jetzt auch suchen. Und die Dame dann als allerletztes. So, Lebensflasche vielleicht, das wäre natürlich richtig geil. Hey Daniel, wie macht sich das Schwert? Ich habe doch gesagt, es hat Zauberkraft. Hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Ja, okay. Ja, ich werde trotzdem nochmal den Friedhof aufsuchen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich das tun werde. Und dann, ja, werden wir langsam dem Ende entgegenkommen. Damit ich dann gestärkt zum nächsten Level gehen kann. So, Freunde, jetzt kämen wir zum Chronographen. Aber zunächst, wie ich schon gesagt habe, kämen wir nochmal in den Friedhof zurück. Ich hätte es auch offscreen theoretisch machen können, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass in diesem Let's Play diesmal alles, oder beziehungsweise, dass ich ohne große Schnitte auskam, ausgenommen, weil es die Geschichte da beim Piratenschiff, beim Geisterschiff, dass ich kurz nachgucken musste, wo der Kelch ist, aber ansonsten habe ich jetzt nicht viel schneiden müssen, von daher, ja, will ich das so beibehalten. So, mal wieder der Umweg über die Krypta. Jupp. Also seid ihr quasi immer live dabei bei dem, was ich hier tue. Also nicht ganz live, aber so fast live halt.
Okidoki. Ja, dann werde ich das heute noch beenden, das Let's Play. Also ich schätze mal, es werden noch so zwei Parts kommen. Ah, seht ihr, das ist auch relativ genau. Wenn ich jetzt noch den zweiten Lebensbrunnen gleich besuchen werde. Jetzt werde ich ganz überlegen, was ich danach mache, welches Let's Play. Ich glaube, Horizon Zero Dawn warte ich halt wirklich noch, bis ich mit Assassin's Creed 3 fertig bin, weil sonst habe ich so zwei Mammut-Let's Plays gleichzeitig laufen. Müssen doch nicht sein. Na, mal gucken. Ihr werdet es als erstes erfahren. Und wer weiß, vielleicht brauche ich hier auch beim Boss oder vorher nochmal so 4, 5, 6, 7 Parts. Weiß man ja nicht, ne? Vielleicht stelle ich mich ja doch ein bisschen dämlich an. Und er erlebt doch meinen ersten Tod. Also richtigen Tod, Game Over Tod quasi. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Zippy! Jetzt bitte nicht mehr gut. Getroffen werden, wollte ich sagen. Also irgendwie klar, dass ich getroffen werde. Deswegen habe ich es auch nicht gesagt, aber ich habe es dann doch irgendwie gesagt. Und deswegen wurde ich getroffen. Aber tut nichts zur Sache. Im Endeffekt ging das relativ zügig. Und wir kehren jetzt zum Chronographen zurück. Okay, das ist ein bisschen blöd. Da muss ich jetzt hier lang. Ja, gut. Also an sich ein Level. Ja. Macht Spaß, ist relativ, also vergleichsweise im Vergleich zu den anderen Leveln jetzt relativ lang. Ja. Ja. Kann man nicht viel Negatives drüber jetzt sagen. Ja. Geisterschiff. Eingangshalle und der Chronograph.